willkommen zu einem neuen Video. Ich heiße Sandra, bin 24 Jahre alt, wohne im Moment in Köln und wie ihr seht, sind wir gerade am Stall, denn ich zeige euch heute mal meine Pferde. So, wir stehen jetzt bei meinem ersten Pferd, das ist der Pilgrim. Pilgrim ist schon 28 Jahre alt, also schon ein Rentner und der genießt jetzt auch mittlerweile hier sein Rentnerleben und steht hier im Offenstall. Wir gehen natürlich noch mit ihm spazieren, lassen ihn laufen. Er darf auf dem Platz so laufen, wie er will, in der Halle, aber geritten wird er nicht. Und ja, wir sind alle ganz gespannt, wie lange er noch bei uns bleiben möchte, denn es geht ja so langsam auf die 30 zu. Das ist ganz schön verrückt. Wir sind früher ganz viel Turnier geritten und alles, was ich bis jetzt kann, habe ich eigentlich von ihm gelernt. Und ja, deswegen haben wir beide natürlich auch eine ganz schön emotionale Bindung und er liegt mir sehr, sehr am Herzen und es fällt mir sehr schwer, dass er jetzt immer älter wird. Aber ich blende euch jetzt mal ein paar Momente ein von uns, denn wir haben eine ganz tolle Zeit zusammen gehabt. Pilgrim ist der Adam, 624, und zuckt den Eindruck noch mal in der Schüttlerweise aus dem Land, Sandra Bühler. Jetzt Ostland 1 mit Pilgrim und Sandra Bühler. Die Wertnote 8,0. So, wir sind jetzt bei Pferd Nummer 2 bzw. Pony. Wie ihr seht, ist Paul ein Shetland-Pony. Der ist nur 1,3 Meter groß und der ist jetzt auch schon seit 11 Jahren in meinem Besitz. Ist mittlerweile ein richtig dicker Kumpel von Pilgrim. Die beiden sind unzertrennlich. Paul ist auch eingeritten, eingefahren, er kann ein paar Kunststücke. Ja, der ist auf jeden Fall gut beschäftigt hier. Warum wir ihn gekauft haben, das fragen mich immer sehr, sehr viele. Eigentlich nur, weil wir uns schockverliebt haben in den kleinen Mann. Ich meine, ihr seht ja, wie süß er ist. Da mussten wir ihn einfach mitnehmen und genau, deswegen ist er jetzt bei uns. Just to see if we'll put them back, no matter what they.
same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind and so. So, Nummer 3 im Bunde ist die Mila. Mila ist jetzt 7 Jahre alt und seit 4 Jahren in meinem Besitz. Wir haben sie dreijährig gekauft, da war sie noch roh, sie wurde bei uns angeritten. Dann haben wir leider eine nicht so schöne Zeit gehabt, denn es kamen viele Becken- und Rückenprobleme auf Mila zu. Die mussten erstmal alle gelöst werden. Jetzt sind wir wieder am Antrainieren. Es läuft aber sehr gut, sie macht sich wirklich sehr, sehr toll. Die hat super viel Spaß bei der Arbeit, bemüht sich immer super und ich hoffe, dass wir die schwierige Zeit überstanden haben und es jetzt so weitergeht. Man weiß ja nie, aber im Moment sieht alles super aus. Und ja, man kann sozusagen sagen, dass Mila das Nachwuchspferd von mir ist, wenn man so will. Denn Pilgrim ist ja alt, der kann nicht mehr geritten werden. Und deswegen ist Mila da, damit wir auch weitermachen können und ich wieder aufs Pferd komme. Und vielleicht reiten wir auch mal das ein oder andere Turnier zusammen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, denn das vermisse ich echt wahnsinnig. We won't give this up. Sometimes I lose my mind and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Meine Pferde kennengelernt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Dann beantworte ich euch die. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!